freue mich sehr, dass es wirklich nochmal voll geworden ist. Wir hatten ein bisschen die Befürchtung, dass alle schon zur Demo an den Landungsbrücken gehen. Aber nein, schön, dass ihr hier geblieben seid. Willkommen zu unserer Abschlussrunde des Gipfels der Solidarität. Wir haben ja jetzt schon, obwohl das Wochenende noch gar nicht begonnen hat, schon ereignisreiche Tage erlebt, die die geringe Legitimität der G20 und seiner autoritären Absicherung ja, sehr schön demonstriert haben. Da zählen selbst aktuelle Gerichtsurteile scheinbar wenig. Leider muss man auch jetzt, was ich vor wenigen Minuten gehört habe, die Demo, die jetzt losging, vor einer halben Stunde oder so, schon nach 300 Metern dann doch gestoppt wurde. Begründung sehr originell, Vermummung, Überraschung. Wir wissen auch nicht, wie das jetzt weitergelaufen ist. Ich hoffe, es gibt nicht das schlimme Szenario, was ja viele befürchtet haben, weil Schreitko war da und hat erzählt, dass da auch viele Familien mit Kindern und so weiter dabei waren. Also mal sehen, wie das heute noch ausgeht. Man könnte fast meinen, dass die streitende Allianz zwischen einem kosmopolitischen Neoliberalismus à la Merkel und Macron und dem neuen nationalistisch-autoritären starken Männern von Trump bis Erdogan noch mal verdeutlichen wollten, dass Demokratie eben allenfalls als marktkonforme zählt. Irgendwo haben wir gelesen, 80% der Hamburgerinnen lehnen diesen Gipfel und den ganzen Aufwand und die autoritäre Absicherung ab. Was noch nicht heißt, dass sie jetzt alle Linke sind, aber immerhin sozusagen die Legitimität wird auch von den Hamburger Bürgerinnen nicht geteilt. Dennoch haben hier beim Gipfel der Solidarität gewagte Schätzungen 2.500 Leute hergefunden, auf jeden Fall deutlich über 2.000. Und trotz des schönen Wetters gemeinsame Probleme der gegenwärtigen Zeit und das Verhältnis zur G20 diskutiert, Gegenstrategien debattiert, vielleicht auch über die Verbindung von unterschiedlichen Kämpfen über Themen und Grenzen hinweg. Das folgende Abschlusspodium wird sicher nicht in der Lage sein, auch nur annähernd die Ergebnisse der Debatten irgendwie zusammenzufassen oder abzurunden oder gar eine kohärente Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Das wäre auch gar nicht angemessen. Aber wir wollen den Blick natürlich jetzt von den G20 und den Gipfel der Solidarität ausgehend nochmal darüber hinaus ein bisschen weiter werfen. Das machen wir in zwei Teilen. Zunächst haben wir eine großartige Gelegenheit, Samir Amin zu begrüßen, hier zu meiner Linken. Ein globaler Intellektueller und Grand Seigneur der Theorie ungleicher Entwicklung im kapitalistischen Weltsystem, Autor zahlreicher Bücher zur Kritik von Imperialismus, Eurozentrismus oder der Ideologie der Entwicklung. Er ist auch Mitbegründer und derzeit Direktor des Third World Forum in Dakar und seit Jahrzehnten in unterschiedlichen politischen und Bewegungskontexten unterwegs, man wahrscheinlich schon von den nationalen Befreiungsbewegungen eben bis zu Weltsozialforum und eben heute. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir werden beginnen mit einer 20-minütigen Auftaktrede, die den Blick von der Kritik der G20 ausgehend auf die aktuelle Situation in der Welt und die Herausforderungen für emanzipative Kämpfe oder Bewegungen, um nicht linke Bewegungen zu sagen, das ist ein bisschen breiter noch, zu lenken. Anschließend machen wir eine Diskussionsrunde hier. Ich stelle noch die anderen Diskutantinnen kurz vor, damit ihr wisst, wer hier sitzt, wenn ihr es nicht eh schon wisst. Natürlich Yayati Ghosh hier zu meiner Rechten. Sie ist Professorin am Zentrum für ökonomische Studien und Planung der Nehru-Universität in Neu-Delhi. Steht ja auch da, könnt ihr selber lesen. Globalisierung, Weltwirtschaft, Arbeits- und Geschlechterverhältnisse im globalen Süden und Entwicklungsfragen sind ihre Themen. Sie mischt sich mit diversen Kolumnen und Beiträgen in Zeitungen und Zeitschriften auch in die politische Auseinandersetzung ein und arbeitet sehr eng mit einer Reihe von progressiven Organisationen, sagen wir, und Bewegungen zusammen. Also herzlich willkommen. Applaus
ganz links, sehr weit weg von mir entfernt, das ist der Aufbau, dafür können wir nichts hier, Sajko Horvath, Philosoph und einer, man kann sagen, der zentralen Figuren der neuen Linken in Kroatien und auf dem Balkan. Einigen sicher bekannt vielleicht durch das Subversive Festival, was er mit erfunden und dessen Direktor er war oder ist. War. Und ja, wirklich eine Art von politischen Event und Festival zugleich war, könnte man sagen. Er ist aber natürlich auch Mitbegründer von DiEM25, das hat ihn, glaube ich, noch bekannter gemacht, dem Democracy in Europe Movement 2025, ja, diese Abkürzungen. Okay, dass er zusammen mit Yannis Varoufakis vorantreibt. Good to have you back. Thanks a lot. Und last but not least, Hans-Jürgen Oban, in der Bundesrepublik wahrscheinlich vielen sowieso bekannt, einer der sicherlich bekanntesten kritischen und strategischen Köpfe der gewerkschaftlichen Linken in der Bundesrepublik. Außerdem geschäftsführender Vorstandsmitglied der IG Metall nebenberuflich, wenn er nicht gerade schreibt und Strategie macht. Und umtriebig dabei, immer Brücken zwischen den einzelnen Steinchen der Mosaiklinken, wie er es mal genannt hat, zu bauen. Außerdem im Beirat von Wissenstransfer und des Forum Gewerkschaften der Zeitschrift Sozialismus. Das sage ich, weil die beide hier in Hamburg ansässig sind. Also auch da nochmal gewürdigt kurz. Hallo Hansi. Ja, aber jetzt gar nicht so eine lange Vorrede von mir. Ich habe ja schon ein bisschen den Kontext vorhin gesagt, wohin wir jetzt zielen wollen. Und würde Samir bitten, einen Aufschlag zu machen. Hier ist dein Mikrofon. Well, good evening, all friends. And thank you for giving me the honor of starting this meeting and this debate. Well, I do not consider the G20 as an important event. It is an attempt, but a failure, an attempt of the Western imperialist powers, i.e. the United States, Europe, and Japan, to give the impression that they associate, at least partly, a number of other countries, mainly the gigantic countries like Russia, China, India, Brazil, and some others, to their ruling of the system. But that is not working, and I think that the leaders and the politicians, whatever we think of them, of the other countries out of the G7, say, of the Western, do not consider this meeting as important, except that it gives the opportunity to Mr. Trump to meet Putin and Xi Jinping, and that's all, almost all. But the agenda has been fabricated in order not to discuss real problems, but to discuss false problems. And this ridiculous deployment of police, 1 hour and a half or 2 hours to come from the airport to the hotel and from the hotel to this place this afternoon, while the streets are empty, full of cars, but empty of anybody else, is just to have the naive opinion of the Western countries that the major problem of our time is terrorism. Terrorism is the produce of neoliberalism and of globalization. It is a problem, a real problem, particularly for us, the people of the South. More than for you, because they have killed hundreds of people in the north, but they have killed thousands and ten thousands of people in the south. But
this is, in spite of all its ugliness, not the major problem. It is the consequence of globalization, liberalism, etc., etc. And I think that that should be our starting point. Now, therefore, I shall shift the discussion from this nonsense about the G20 and its agenda to the real agenda that we should discuss, that is what is the major characteristics and of the system in which we are living and why we should struggle against it. Now, I start with the end in order to be sure within 20 minutes to have time to say it, because I doubt that I could have time enough to develop the arguments leading to that conclusion. We are living in a period, a very dangerous one in history of humankind. The end of a system and not the birth of another one. That is, capitalism is coming to its end. It is entering its autumn, perhaps even its winter, but that does not correspond to the spring for the peoples. Not at all. It's not a spring for any people, neither in the north or in the south, nor in the west or in the east. And that is dramatic. That is really the challenge. How to have the autumn of capitalism corresponding to really the beginning of or the start of a spring for the people. Now, that system, which is entering its in its winters, why is it so? It is the reason is that we have reached, capitalism has reached a level of centralization in the control. I'm not saying the property, but the control of major capital and particularly financial, that is destructive. That means the destructive side of this over-centralization is much more important than anything which could be considered as a relatively positive byproduct of the system. And therefore, this over-centralization of power and control, and you cannot separate the economic power from the political and military power, this over dismantling this over-centralization is the precondition for eventually being able to make something else better later. And that goes not only for the global level, but in my opinion, it goes also for the Euro at the European level. At the European level, the degree of also centralization and control by monopoly financial capital is at such level that it has become, it is already a handicap, the major handicap for the social progress of all European people, those who appear as being in a better position of strength, like Germany, and those who are not, or who are like Greece, to take the other extreme, a victim of that system. Therefore, we ought to, and this is my major thesis, this system cannot move towards being better. But it cannot also be suddenly replaced through a process of, let's call it revolution, or revolutionary movements in many places, if not in everywhere, in the visible future. It has to go through a process of dismantling that system in order to create the area the for eventually reconstructing the world differently.
And when I say this, deconstructing and constructing the world, I do not mean only, but I mean also the balance of forces between the variety of, let's call them, ruling classes in the different countries of the world, but also the social and the political balances between the popular classes and their own ruling classes. Now, therefore, being in that position, there are two historical possibilities, let's say, in the longer run. Both of them have a name. One is qualified, called the revolution. I will say something about it. And the other, the decadence or the chaos. And I will say something about it. You have a process of historical change which you can call a revolutionary process. When you can identify the objective agents, social agents, which are developing a strategy, a vision replacing the dying world, the present world. And when they are relatively, have lucidity and relatively conscious of their targets, that means that they are in a position which makes them relatively successful. Which means it's being called the revolution, whether the called or so-called bourgeois revolution, which in the frame of the 18th century, English and French, basically 18th century, has been creating the modern capitalist world, or the so-called socialist revolution or revolutions, the Russian, the Chinese, and some others. Or we can call them, I think we ought to be more modest and call them revolutionary processes, that is, which make possible revolutionary, qualitatively changes, qualitatively different from the past, and which create some room or more room for further revolutionary advances. Now, that is one process possible. But there is another process possible, and which there have been cases of that throughout history. It's the decadence, the chaos. When we do not speak of a feudal, for instance, for the Europeans, a feudal revolution which replaced the ancient Roman Empire system. But we speak, and every all historians know it, the Roman decadence. That is a process of qualitative change, finally to better, but without a identifiable social agent or social agents, and without strategies, except that you can put a large number of ideological phenomena, religion and other, as agents of change, but without having any lucidity of what they want. This is another process. And I think that we are, in the present circumstances, closer to that second pattern of change than to the first one. We are closer to a process of decadence of capitalism rather than a process of, let's call, socialist revolution, just as we had possibly a bourgeois revolution also. Now, that is my conclusion. And therefore, we should try to analyze the challenges to which the people in the North and in the South, the laboring classes, but also the nations, and eventually even the ruling classes and the states,
are challenged, the challenge they are meeting in that frame. And therefore, make a judgment about on the relevance or irrelevance of their strategy in that frame. I think that in such a period as ours, we can see, and we see it on a large scale, lack of strategies of everybody, not only, unfortunately, of us, of the people, but also of the enemy. I think that such things as the elections presently, and the case of Trump is illuminative, but there are many others. The last French election, I think, is a good example. In its way, the Brexit is a good example. In its way, the German pseudo-unity between the left and the right is a good example, are meaningless. That is no strategy, just maintaining by tactical ability the balance of forces as it is in the short run today, without questioning where does this leads. And I think that we can make the parallel with quite a number of Roman emperors at that time, which are of that pattern, just our major politicians today. Now, the reasons for that, and this is my point, is that this high level of centralization of power, economic and financial power, and simultaneously political and military power. Now, you see, a small number, a few thousands of gigantic monopoly capital corporations are de facto controlling the whole productive system at a global level, fully in the north, and they attempt to control it fully in the south. I think they will fail, but never mind. This is their logic. I'm not saying their strategy, but the logic of that system. And which means that all other economic activities have been are submitted to a system of subcontracting for monopoly capital. There are 14, not even 15, 14 global banks which are operating, not only controlling, operating 95% of the financial operation of the global monetary and financial system. 14. If you add 20 others, you move from 95% to 98 or 99%. And you have to add a few thousand others to reach to 100%. That is tremendous. And it makes nonsense to speak of competition, markets, transparent markets, etc. It's nonsense. It's not reality. And in the reality, we have not a competition, but a savage struggle between monopolies. That's it, and that's all. Nothing which may be called competition and so on, and all the ideologies which goes with that. But I think I should come towards the end. Therefore, I shall say two things in a few sentences, not more. One is that simultaneously this system, which has been always imperialist at all stage of its development from, let's call it the bourgeois revolutions to this day, and continue to be so. And therefore,
changing the system means putting an end to the rule of imperialism. I have no time to go in more details, but I would like to say that that is the challenge. Now, we could not understand, I think, and I would say only a few sentences, but no explanation on that. Our present crisis, which is not a crisis, but it is a systemic crisis, a crisis, not a capitalist, a crisis in capitalism, but a crisis of capitalism, that this crisis will not find its way, the people will not find their way out of this crisis by a good economic policy, but by drastic changes in the balance of forces at all levels, from national to global. Now, the first long crisis, this is the second one. The first one was the one in which Lenin and then later Mao put all their hopes that it would be the opportunity to change the world for better and for a new historical period. That first long crisis, which started with the First World War, the response to it was what? It was not a good political economy or a good social democracy or a good socialism or something else of that kind. It was a number of a few events which for the economists are considered, for Madame Lagarde, for instance, considered as of no importance. It was World War I, the Russian Revolution, crisis of 29, Nazism, fascism before, Imperial Japan, the Second World War, the victory of the Red Army, the defeat of Nazism and fascism, Chinese Revolution, and the liberation of Asia and Africa. This was the response of the people to the challenge. Now we are faced by challenges of that magnitude. We shall not, therefore, make a better world just by some reforms here and there within that system. Thank you. Vielen Dank, Sami Amin, für dieses Big Picture und die Schwierigkeit, die uns jetzt gestellt ist. Er hat gesagt, wir haben eigentlich auf beiden Seiten, von herrschender, aber auch von unserer Seite, einen riesigen Mangel an Strategie. Vor dem Bild, was er gezeichnet hat, ist es auch schwer, dem gerecht zu werden. Wir hoffen, wir können das Bild jetzt etwas komplettieren und genauer zeichnen. Wir werden das in drei Runden machen. Eine erste eher noch mal ein bisschen analytischere, eine zweite strategisch ausgerichtete, alles thesenartig natürlich, weil wir hier die Zeit nicht haben. Und während der Diskussion, das ist jetzt wichtig für euch, könnt ihr Fragen auf Zettel schreiben. Da wird es ein paar Leute geben, da hinten ist Thomas zum Beispiel und andere, die mit der Zettel verteilen werden. Die Fragen könnt ihr dann aufschreiben, die werden wieder eingesammelt und später hier in die Runde wieder eingespeist. Lasst mich die gegenwärtige Situation nochmal versuchen zu charakterisieren. Du hast schon gesagt, Samir, ein historischer Umbruch, der aber nicht revolutionäre Züge oder eines langen revolutionären Prozesses trägt, sondern uns eher in eine Situation führt, die schon oft als Zeit der Monster bezeichnet wurde, oder du hast es auch Dekadenz genannt, oder genauer sowas wie im Moment eine Situation einer starken politischen Polarisierung des Feldes zwischen einer zunehmend autoritären Neoliberalismus, wir haben es da draußen gesehen, und einem neuen Pol von den rechtsautoritären starken Männern, zum Beispiel auch Viktor Orban oder jetzt Sebastian Kurz in Österreich, um nicht immer dieselben, Trump und so weiter zu nennen.
und bis zu den rechtspopulistischen und neofaschistischen Parteien und Bewegungen reicht. Emanzipative Ansätze haben es in einer solchen Situation schwer, überhaupt sichtbar zu werden, geschweige denn wirkmächtig, weil es dann doch allzu oft heißt, naja, lieber Macron oder Merkel als diese Verrückten, lieber Sicherheit als Veränderung. Dennoch blitzt natürlich immer und überall immer wieder das unerwartete Dritte auf, nämlich doch emanzipative Kräfte, die ja eigentlich im engen Sinne zur Verteidigung einer demokratischen und solidarischen Lebensweise aufstehen oder einst errungene soziale und Freiheitsrechte verteidigen wollen. Global steht dieses Dritte aber in einer enormen Defensive, auch dort, wo es zuvor stark erschien, etwa in Lateinamerika. Und wir sind weit weg von den nötigen Umbrüchen, die Samir gerade erwähnt hatte, die es eigentlich bräuchte. Was heißt das für eine Bewegung der globalen Solidarität? Was hat sich gegenüber der alten Globalisierungskritik und der Praxis auch unser alter Globalisierungsbewegung verändert? Welche neuen Kämpfe und Bewegungsformen haben sich entwickelt? Und wie bauen wir eigentlich Brücken, damit die einzelnen Kämpfe und Bewegungen sich wechselseitig stärken können? Eigentlich übergroße Fragen, vor allem schon für so ein Panel, die wir dennoch notwendig kritisch und selbstkritisch hier ein bisschen diskutiert werden wollen, aber vielleicht auch ohne zu vergessen, wo unsere Möglichkeiten liegen und eben auch Hoffnungen haben können, vielleicht sogar Erfolge hier und da. Unsere drei Diskutantinnen habe ich jetzt schon vorgestellt. Wir machen eine erste Runde mit einer Frage und jeder hat etwa 10 Minuten zur Beantwortung. Beginnen mit Jayati. Auch hier beim Gipfel der Solidarität steht die Kritik an Merkel und Trump und Erdogan natürlich im Vordergrund. Einer wird gern vergessen, der indische Regierungschef Modi. Er passt aber eigentlich in diese Riege starker, rechtsautoritärer und zugleich neoliberaler Männer. Wie schätzt du die Politik der indischen Regierung vor Ort, aber auch international ein? Wie wirkt sich das auf die emanzipativen Kräfte aus? Wie bewegen sie sich zwischen dem Hindu-Nationalismus und dem Merolismus und dem aufflammenden ethnisch und religiös aufgeladenen Konflikten hin und her? Bitte, Jayati. Thank you very much. And these are, of course, very big questions. But I want to just add a couple of footnotes to the excellent discussion that Samir made in terms of the global picture. I agree that this is one of those moments in history. I think he's absolutely right that, you know, capitalism is spent. It's not over, unfortunately, but it's spent. It really doesn't have any more the dynamism that would allow it to deliver anything, you know, to people in terms of any kinds of progress or achievement. But I think it's more than that. This is a period when it's not just not delivering in terms of material progress, but it has also lost its legitimacy. I think that's very important. This is a period when the existing system is actually coming under attack from right and left. Certainly in the developed world, but in much of the developing world. So I think it is a moment of opportunity. Samir is right that it can go in either direction or in many different directions, that it can go in all kinds of bad directions, but it can also go in a progressive direction. And I do believe the fact that more and more young people are siding with the progressive direction, not just in the north, not just in England, as evident in the recent elections and in various other places, but elsewhere. I think that's a very positive sign for me, honestly. I do believe that. In that context, also I want to emphasize the point Samir made about centralization. We are living in the most concentrated, centralized version of capitalism ever in history. It is unbelievably centralized, but it is also centralized in a very different way. It's not just finance and productive forces. Today, the biggest companies in the world are data companies. Trade in data is larger than trade in goods. And data has this very, very important characteristic that it's about knowledge. It's about shaping people's thoughts and tastes and desires and aspirations. It's about entering people's brains, if you like. So there is a sense in which the degree of concentration and the fact that these very large companies
are monopoly controllers in fact of our thought, subliminally or even liminally, whether we realize it or not, is a very critical factor. So there's this aspect of concentration which makes it even more dangerous, I believe, than it has ever been in the past. Having said that, I think there are very different tendencies. I think in the North, you're right, that there are these, you know, the rise of these right-wing unpleasants and so on. But in large parts of the developing world, we are getting the rise of authoritarian fascist neoliberals who rely on very, very backward social and cultural identities to promote a very stark and blatant version of neoliberalism. And the problem is that in most of these countries, India, of course, Turkey are obvious examples, you know, but they learn from one another. Huh? I mean, Erdogan, Sisi, Duterte, Modi, you can see how they're watching one another and saying, oh, I can do that. I can close down 240 universities overnight. Let me try that one. Oh, I can just stop all the funding for all NGOs that deal with human rights. Good one. I wish I had thought of it first. So you can see how there is this kind of authoritarian populism, neoliberalism, which is still popular. And it's popular for two reasons. One, because it draws on people's existing frustrations to project a glorious past, which is then envisaged to come back again in the future. In fact, even in China, Xi Jinping does a lot of that. And there are elements of what I've talked about for the other leaders also in his recent activities. It draws on this so-called glorious past to project a future. And it is still able to project the neoliberal dream. It is still able to somehow persuade people that, yes, there is material progress to be had. You may not have a job. It may be a terrible, insecure, dreadful job. But the horizon is just around the corner. You can actually still make it using all of these old techniques. I don't think that works in the North anymore. I think the advanced countries, that particular thing is over. The anger and the frustration and the rise of the unpleasantness is partly because you can't do that anymore. In many countries of the South, it's still working for a very limited period. It will not work for very long because it's not being delivered. Employment is not being delivered. Decent conditions are not being delivered. Social protection is not being delivered. Even in the success story of them all, China, there are huge issues and hundreds of thousands of protests, actually, in a year, not just about the way that nature has been polluted and desecrated in terms of water, atmosphere, environment, and so on, but in terms of job quality, which is way below what everybody imagines. And of course, in India, nothing has got better in that sense. So I don't think this will last for very long. What all that means is that this is, in fact, really one of those moments in history. And it's a moment which I believe is a global moment because whether we like it or not, we are all globally integrated in ways that we cannot even imagine anymore. We have never been this globally integrated across all different countries. It is no longer a case of internationalism anymore because we fought against corporate globalization, we fought against financialized global finance and all of that. But it has happened, and two decades of it has already changed the conditions that all of us face in ways that this has to be a global struggle. I also believe that more and more people are recognizing it. Once again, I'm really pinning my faith in young people. I see it among my students, some of them. I see it in young people in Europe and in the United States. I think there is a fundamental difference in the way young people here and in my country and in different parts of the world deal with today's reality and the way we deal with it. I mean, we have left this huge unholy mess, but we react to it with despair. We react to it with horror, despair, disgust, alienation, and helplessness. I don't see that in the young. I believe the young have a medium-term vision. I believe they say, yes, it's not going to work now, we will keep at it. I believe that there is much more resilience, much less despair. And honestly, I think, therefore, this is one of those moments in history. Moment is a long time
in historical terms, a moment does not mean tomorrow. A moment means several years. I think this is one of those moments. So it's a horrible period, but if I'm living through one of those moments, it's still worth it, is what I would say. Horror und Hoffnung nah beieinander. Srećko, ich habe die Polarisierung zwischen Neoliberalismus und radikaler Rechten in Europa bereits angetippt. Man könnte sagen, zwei Seiten derselben Medaille. Aber wie hängen sie eigentlich zusammen, gerade auch mit Blick auf Osteuropa und die Erfahrungen zwischen EU-Assoziierungsabkommen bzw. dann ja auch Integration und den neuen Nationalismen? Und wie wirkt sich das auf die emanzipativen Kräfte aus? Wen erreichen sie noch oder wieder, und wie reorganisiert sich die Linke dort neu? Thanks a lot, and I'm really glad to be here. Just after the fish market, I don't know what's the situation at the moment. But before I answer your question, I really want to refer also to the G20, because this is the reason why we are here, and then I will come to Central Europe, because it's only an incident that I come from Croatia. I spend more time actually in other parts of Europe as a true internationalist. So let me start with the first thesis, and then I will make a short comment to make it more as a round table and not only a panel discussion, to comment also what the other speaker said. First of all, I would propose the following thesis, which I think goes even a step further than Summer's thesis, which might sound counterintuitive, which is the thesis that I think that the G20 actually doesn't even exist. I don't know if you watched the brilliant TV series by Paolo Sorrentino, The Young Pope, but I think G20 is in a very similar situation as Jude Law, who plays a new conservative young pope in this TV series. Namely, the new fictional young pope doesn't believe in God anymore, and I think the G20 doesn't even believe in the G20 anymore. Because if you look... if you look at the G20 today, I mean, just look at the contradictions, which the inherent contradictions of the current G20, which brings me to the thesis that it doesn't actually exist. If you remember when the G20 started, it was 1999 as a response to the Asian crisis, and it was a monolithic G20, which was univocal in promoting and implementing the Washington Consensus, what we call the Washington Consensus. Then one of the next most important G20 summits, which happened in London, was trying to implement and promote something which we could call the new Washington Consensus. You probably remember, Samir remembers it as an economist. This was the time when the G20 decided to give $1 trillion extra resources to the International Monetary Fund. Fast forward to 2017, you will see the situation where yesterday Christine Lagarde and the International Monetary Fund is complaining over the protectionism which is inherent in the new current G20. And you will see also the contradictions and the fights which are going on, not only between Angela Merkel, which is proposing free trade, and on the other hand, Donald Trump, who is proposing protectionism, but you will see also the so-called, you know, what is lurking behind the so-called panda democracy. When the Chinese recently came to Berlin ahead of the G20 and granted two pandas to the Berlin Zoo, Angela Merkel famously, I think it's a famous quote already, answered that Chinese see Europe as an Asian peninsula, but she sees it differently. Well, to make a joke, I think that the truth lies there where the pandas are, that Europe is becoming an Asian peninsula. So you can see that also inside of the G20, there is no agreement on the term of globalization. What does it actually mean? Is it European globalization? Is it Chinese globalization? Is it Russian globalization? And so on. If you move on to the Paris Agreement and so on, you will also see there is no disagreement here. There is no agreement here. So basically, the only agreement the G20 today has is that they disagree on almost all fronts.
except one important thing, I think, and I'm really glad that you mentioned data, because what I think is happening now, probably nothing will happen here, I agree with Samir, out of this G20 except 50 million euros spent on mega surveillance. But what is connected to the surveillance is interesting. If you followed what was going on just before the G20 and after the London and Manchester attacks, is that Theresa May, Emmanuel Macron, and Angela Merkel, the so-called leaders of the free world, are proposing a new internet. They are using again, as always after 9/11, when we had the biggest implementation of the surveillance system, they are proposing a new internet. And I think this is where, to come back to Samir, I don't think that capitalism is dying. I completely agree it's in decadence, but I think what we have today, after the period of financialization from the 70s and so on, what we have today is maybe, probably, the biggest new transformation of capitalism. And it is connected to Silicon Valley. Why I'm saying this? Because if you look, who were the most important players in the US elections, and I'm not talking about Julian Assange or the Russians and all this new McCarthyism where they try to portray WikiLeaks as Russian spies and so on, and Putin, who influenced the US elections, who really influenced the US elections were the Silicon Valley companies. On the one hand, Google, Eric Schmidt and so on, who were already cooperating with Hillary Clinton before, during the last elections. And on the other hand, someone who is really scary, and I ask you to remember this name, he's called Peter Thiel, and his company Palantir. And it's nothing new, I would say, because here in Germany, I hope you remember that IBM worked hard to work on the Jewish register. What Palantir is doing now, penetrating into Pentagon, is also working on the Muslim register. And I think what should scare us, and that's the reason why I think it's the biggest transformation, and that is the reason why G20 is important if they seal a deal when it comes to the internet. What is the biggest transformation is this kind of connection between power and technology. The idea, what you said, that all these young people, all of us here, 99% of us probably, or 100% of us who use Facebook, Google, Instagram, Twitter daily, is that we have something what Marx would call the privatization of the general intellect. People are not even aware that we are actually selling ourselves every time when we Google. And it's not, you know, did you hear that Emmanuel Macron called France a startup nation recently? I mean, it's not an incident. After the US elections, there was a serious article in the Newsweek proposing that actual Silicon Valley should form a new startup political party. And then you read the dystopian novel, The Circle, where you can see that by decentralization of capital, probably what is going to happen is that after Trump, you will probably have a startup nation. And I think this is the biggest transformation of capital, where you have the biggest centralization of power ever, where even political parties will become insignificant because you will have Silicon Valley as a political party. And on the other hand, the Chinese and so on. Okay, this is about G20. To come back to Central Europe, I think Central Europe here is also very interesting because it shows precisely what you said, that on the one hand, neoliberalism, and on the other hand, something what we might call post-fascism or extreme nationalism and so on, are actually two sides of the same coin. You can see it in the country where I come from, which was once upon a time called Yugoslavia. You can see it. It's very interesting that all these countries were post-communist countries. Viktor Orban, Hungary, the authoritarian regime which is happening there. Poland, one of the newest allies of Trump. Historical revisionism happening now in Zagreb, where they're trying to remove the central square called Trg Maršala Tita, so they're trying to remove the square called Tito, you know, who was one of the leaders of the big non-aligned movement together with the Indians, with the Egyptians, and with others. This is happening in the Balkans, and it's a consequence precisely of two decades of austerity measures, privatizations, Washington Consensus, and so on. What I think, to conclude with this, what I think we have today is a very interesting situation, especially with the G20, because I come from the fish market. And because I think we should all go there also later, not do violence, but support these people who are there. What we can see is that the G20 is divided, the leaders are divided,
you never had such big divisions between China, Germany, Putin and US, Putin and Merkel, Erdogan on the one hand, new fascist regimes rising in Hungary, Austria even with Kurz, who in my language actually means dick, which is very interesting. There was a title saying that Kurz is coming to Croatia, so you can interpret the meaning. But anyway, Austria sending the troops to the Macedonian border and the refugee crisis and so on. But I think it's actually a big opportunity, especially the young people. If you see the people who were supporters of Bernie Sanders in the US, if you see all these young people who became members of the Labour Party, Corbyn, if you see the young people supporting Podemos or Barcelona and Comú in Spain, I think it's a big opportunity. But to be self-critical and to finish here, I don't think it's enough to have, although I congratulate you to this because I've organized subversive festivals and everything and I know how difficult it is to bring so many people here to provide simultaneous translation. By the way, thanks for the translation. I speak really quick. Well, I'm sticking to 10 minutes. I don't think this is enough to be here. I don't think the protests are enough. And I don't think the format of the World Social Forums are enough. What we need to create today, and I mentioned it already, having in mind the non-aligned movement, is a new political subject which would go across all these countries, which would take into consideration technology, propose concrete technology proposals for technological sovereignty of Europe, of India, with the big movement against Facebook which you had in India, which would be connected also to economy, to solving the refugee crisis, to stopping lucrative arm deals which Theresa May and Donald Trump did with the Saudis, to stop the Saudis trying to shut down Al Jazeera, and so on and so on. I'm stopping here because I believe this will be the next question. It's impossible to speak about Central Europe, Eastern Europe, without speaking about the globe. Thanks a lot. Ich liebe es ja, wenn Sreczko meine Fragen zur Seite schiebt, um erstmal viel interessantere Sachen zu sagen und dann doch auf den Punkt kommt und das auch noch in 10 Minuten, fantastisch. Wir kommen jetzt zu... I came from the fish market, you know, to walk from there to back and that's a bit... Ein Wort zum Fischmarkt sozusagen als Dauerinformationen hier. Die Polizei hat offenbar versucht, den schwarzen Block von der Restdemo zu trennen, was immer das sein mag bei denen. Es gibt erste Verletzte wohl auf beiden Seiten, auch der Polizeisprecher. Genau, das weiß man nicht. Die Demo wird aufgelöst. Ist damit also, wir werden sehen, was daraus wird. Hans-Jürgen, auch du kannst natürlich meine Fragen eher als Anregungen verstehen und mal sehen. Weil es wird auch ein bisschen gemein. Sozialrechte und Arbeitsrechte, Gewerkschafts- und Koalitionsrechte stehen überall unter Druck. Das, glaube ich, ist relativ klar in den letzten Jahren seit Ausbruch der Krise. Zugleich erleben wir eine hart anhaltende Renaissance des deutschen Exportmodells, an dem auch Gewerkschaften in den entsprechenden Sektoren natürlich ein gewisses Interesse haben. Zugleich bedrohen die weitere Transnationalisierung und kaum noch absehbare Prozesse wie Industrie 4.0, man weiß gar nicht genau, was man sich darunter vorstellen soll, Ängste. Viele Beschäftigte, insbesondere männliche Facharbeiter, wählen nun auch rechtspopulistische Parteien oder gehen gar nicht mehr zur Wahl. Das sind sogar, glaube ich, noch mehr. Immer mehr sehen sich gar nicht von Gewerkschaften vertreten, nicht zuletzt viele Prekäre. Ein ziemliches Spannungsverhältnis, in dem sich Gewerkschaften bewegen müssen. Wie geht eine gewerkschaftliche Linke hier im Lande und in Europa, vielleicht auch darüber hinaus, damit um, zwischen den wichtigen Mitgliederinteressen und sowas wie internationale Solidarität, schon beginnend in Europa? Hansi, eine schwere Frage. Sieh zu, was du daraus machst. Wie viele Stunden habe ich Zeit zu antworten? 10 Minuten. Ja, ich will da nichts auf Seite schieben, weil das sind natürlich wirklich ganz wichtige Punkte. Und ich will anknüpfen an den Vorrednerinnen und Vorrednern. Also was wir wissen, was wir sehen, was wir mit Händen greifen können, ist, dass dieser globale Kapitalismus sich zunehmend krisenhaft entwickelt. Wir können mit Händen greifen, dass er sich zunehmend konzentriert. Wir können mit Händen greifen, dass mit der Digitalisierung ein neuer Technologieschub bevorsteht. Aber wir wissen noch nicht genau, wohin die Reise gehen wird.
Wir wissen das auch deswegen nicht, weil es von den Kämpfen abhängen wird, wie die Weichen gestellt werden. Aber was wir wissen, ist das, was Mario angesprochen hat, dass diejenigen, die jetzt hier zusammenkommen als G20, trotz aller Widersprüche, in einem einig sind, dass sie nämlich, wenn sie nach Hause kommen, weitermachen beim Infragestellen von Arbeitnehmerrechten, von Schutzrechten, von Arbeitszeitregeln, von Löhnen und von allem, was an sozialstaatlichen Errungenschaften erkämpft worden ist. Und deswegen, und das muss man ganz offen sagen, ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass auch die Gewerkschaften wie auch andere Bewegungen sich zu sehr verheddern in diesen nationalen Auseinandersetzungen. In den Kämpfen um nationale Regelungen für Löhne und für Arbeitszeiten und gegen Arbeitsintensivierung. Und der Blick dann endet am Tellerrand der nationalstaatlichen Regulierungssysteme. Und weil diese Gefahr so groß ist, halte ich es für absolut wichtig, dass es das gibt, was heute hier stattfindet. Nämlich, dass die Anlässe, die uns die Großen, angeblich Großen schaffen, genutzt werden, um Gegenöffentlichkeit zu machen. Und ich halte es für absolut wichtig, dass ich so viele Kolleginnen und Kollegen hier sehe. Und ich halte es für absolut wichtig, dass ich zu euch gekommen bin, weil die Verbindung zwischen den nationalen Konflikten, die wir führen müssen, und der globalisierten Blickrichtung ist genau das, was wir brauchen. Wenn ich davon rede, dass viele der Gefahr erliegen, am nationalen Tellerrand aufzuhören, dann muss ich gleichzeitig dazu sagen, dass das für viele auch nicht gilt. Es gibt ganz stille, unverzichtbare Arbeit von Tausenden von Kolleginnen und Kollegen, die heute schon läuft. International, in den großen Konzernen. Es gibt die Verbünde, mit denen man versucht, der Globalisierung eben entgegenzuwirken. Aber es ist eben auch sehr schwer. Aber manchmal gelingt es ja auch. Ich will kurz noch mal an eine Sache erinnern, von der ich glaube, dass wir sie wirklich als Erfolg und als Ermutigung auch wirklich bei uns behalten wollen. Als wir vor einiger Zeit mit Blockupy gegen die Europäische Zentralbank in Frankfurt protestiert haben, war noch nicht so viel an Bündnissen zwischen Gewerkschaften und den globalisierungskritischen Bewegungen. Aber als wir gemeinsam gegen TTIP mobilisiert haben, da sah es schon ganz anders aus. Die über 300.000, die wir auf die Beine gebracht haben gegen TTIP, war eine wunderbare Bewegung. So stelle ich mir das linke Mosaik vor. Und deswegen sage ich, es ist offensichtlich möglich. Und ich meine, ich weiß und wir alle sehen, wie Sie versuchen, diesen Erfolg, den wir errungen haben, wieder wettzumachen. Wie Sie doch versuchen, über andere Regelungen die Liberalisierung der internationalen Handelssysteme voranzutreiben. Wie Sie über CETA versuchen, dann doch wieder durchzuboxen, was Sie mit TTIP nicht geschafft haben. Wie Sie versuchen, mit den Verträgen mit Japan jetzt doch wieder Liberalisierungselemente reinzubringen. Aber wir können auch mal zurückblicken und können sagen, bei TTIP haben wir ihn erfolgreich in die Suppe gespuckt. Das hat nicht funktioniert und das war ein Aufblitzen einer internationalen Mosaiklinken, so wie ich es mir vorstelle. Warum ist das so wichtig? Und auch das ist schon angesprochen worden und ich will das ganz offen auch ansprechen. Warum ist es so wichtig? Es ist so wichtig, weil diese Art von Globalisierung transnational und in den Nationalstaaten eine Menge von Verlierern erzeugt. Und ein großer Teil von diesen Verlierern wendet sich offensichtlich dem zu, was wir Rechtschauvinismus, Rechtspopulismus und wie auch immer nennen. Und ich kann euch sagen, ich kriege Gänsehaut, wenn ich im Fernsehen sehe, wie Trump die Kolleginnen und Kollegen aus der Bauindustrie mit Teilen der Baugewerkschaft holt, um für seine Politik Werbung zu machen. Und deswegen, eigentlich ist es unnötig, will ich es aber trotzdem noch mal sagen. Es gibt in vielen Bereichen gewisse Nähen und manchmal erscheint es so, als würden die Gewerkschaften rechtspopulistische Bewegungen unterstützen. Und deswegen glaube ich, muss man schlicht und einfach eine Sache mal klarziehen. Es gibt für eine Gewerkschaftsbewegung keine progressive Zukunft ohne eine harte Opposition gegen alles, was sich an den rechtspopulistischen Rändern da tut. Die Gewerkschaften haben nur dann eine Chance, progressiv weiter eine soziale Bewegung zu sein, wenn sie gegen Rechtspopulismus, Chauvinismus, Rassismus und allem, was daherkommt, offensiv dagegenhalten. Alles andere führt sie in die Enge, führt sie in eine Entwicklungsbahn, die das Ende vorprogrammiert. Und ich glaube, das muss klar sein. Das ist aber mitunter schneller gesagt als getan. Weil es gibt eine ganze Reihe von Menschen in der Tat, und ich sage es ganz offen, auch welche, die gewerkschaftlich organisiert sind, die zum Beispiel auch, was das Politische angeht, durchaus nah bei der AfD stehen. Und deswegen glaube ich, müssen wir sehr intensiv diskutieren, wie wir dagegen halten. Und ich glaube, wir brauchen eine Doppelstrategie, die ich mal genannt habe, eine Strategie aus klarer Kante und offener Tür.
Was meine ich damit? Klare Kante bedeutet, kein Zweifel daran lassen, dass man gegenüber den Organisatoren, gegenüber den Ideologen und allen denjenigen, die diese rechtspopulistischen Bewegungen organisieren und vorantreiben, den demokratischen Kampf ausruft. Da darf kein Zweifel dran bestehen. Aber offene Tür ist auch wichtig. Mit offener Tür meine ich nicht, in Richtung Rechtspopulismus zu gehen, sondern mit offener Tür meine ich, diejenigen, die doch zu Recht sich als Verlierer der neoliberalen Globalisierung empfinden, ein progressives Angebot zu machen, ihnen darzulegen, dass das, was sie an reaktionären Lösungsempfehlungen bekommen, in die Sackgasse führt. Und unsere Aufgabe ist es, sie zurückzuholen in die offene Tür, indem man eben die progressiven Lösungen anbietet auf die Probleme, die sie zu Recht kritisieren. Und wenn sie daherkommen und sagen, wir wollen nicht weiter in der Hartz-IV-Republik leben, wir haben Angst vor Altersarmut, wir wollen diese eklatante Umverteilung von Einkommen und Vermögen nicht mehr haben, dann sollten wir ihnen nicht ausreden, dass sie zu Recht wütend sind, sondern da sollten wir ihnen linke progressive Lösungsangebote machen, wie man fortschrittlich dagegen vorgehen kann und zeigen, was das für eine reaktionäre Scheiße ist, die der Populismus da anbietet. Das ist, glaube ich, die eigentliche Aufgabe, um die es geht. Und wenn man das tut, und das ist der vorletzte Gedanke, den ich äußern will, wenn man das tut, dann muss man natürlich auch bei den Alternativangeboten, die man macht, ein bisschen politische Fantasie walten lassen. Und dann muss man eine Kombination hinkriegen aus der realen Einschätzung, der Kraft, die man hat, und dem, was man damit bewirken kann. Das ist kein Plädoyer für den Verzicht auf eine antikapitalistische Utopie. Das ist unverzichtbar, sonst verliert man die Orientierung. Wenn man diesen Kompass nicht mehr hat, dann endet man schnell im Klein-Klein und im Muddling Through. Aber es ist ein Plädoyer dafür, realistischerweise die zusammenzusammeln und mit ihnen auch in Konflikte zu gehen, die auch Erfolge bringen und damit auch ermutigen. Und diese Erfolge und diese Ermutigungen, die brauchen wir, weil ich sonst glaube, ist das, was wir wollen, und das, was wir für realistisch halten, zu weit auseinander, dass am Ende nur Frustration entsteht. Und deswegen freue ich mich so über Jeremy Corbyn. Und deswegen freue ich mich so über Bernie Sanders als Personen. Aber ich freue mich noch mehr über die Bewegungen, die dahinter sind, weil das zeigt, dass links auch noch was lebendig ist. Und die entscheidende Frage ist jetzt, wie wir aus diesen Bewegungen eine dauerhafte Bewegung machen können und verhindern, dass das eintritt, was in den letzten Vergangenheit, in den letzten Jahren, die oft da war, dass es Strohfeuer waren, die dann aus Frustration wieder verebbt sind. Und ich glaube, die globalisierungskritische Bewegung und die Gewerkschaften sind ganz wichtige Elemente, das dann eben auch hinzukriegen. Schönen Dank. Vielen Dank. Ja, Jati, Hans-Jürgen hat gesagt, progressive Angebote machen. Welche ökonomischen Alternativen siehst du als zentral und wer sind die Träger, die Subjekte sozusagen, die auch ein bisschen wirkmächtig machen können, jeweils konkret vor Ort, aber auch im Versuch, transnationale Berührungspunkte zu entwickeln? Wie schätzt du das Potenzial ein? Das ist ja einer deiner Kernthemen deiner Arbeiten. Bitte. You know, I was thinking when Hans-Jürgen was speaking that there's, and also a bit responding to you, there's one other thing that unites all G20 governments, and that's a commitment to fiscal austerity. Every government in G20 and most governments in the world are committed to reducing public spending that delivers social and economic rights. If there's one thing we can get people across the world to fight against, it's that. And I think that can be as unifying as an anti-TTIP kind of thing. It is the one thing that drove the Corbyn agenda, which he was consistent on throughout, and which young people responded to. It's the one thing that Sanders, in addition to containing finance, which obviously you have to do, but to actually get rid of fiscal austerity, I think was absolutely crucial. It is the one thing which citizens of India are facing on a daily basis. Everyone thinks India is this great boom economy, but we are facing massive destruction of the few social and economic provisions that all existed for ordinary people. It is also, in fact, true of China. In fact, it's true of every so-called success story, and it is certainly true of the failures. So I think, genuinely, we should actually come out of this thing saying, if there's one thing we all agree on and will fight for, it is an end to fiscal austerity. I think we'll get much wider acceptance everywhere. I don't think we then have to say,
is this the social actor or is that the social actor? You'll get all kinds of people with you if you actually ask for that. Oh, fantastic. Fretschko, du hast bereits gesagt, mit dem Weltsozialforum und den europäischen Sozialforum ging es nicht so weit. Dann, was ging schief? Warum nun Diem und wo soll es hingehen? Yeah, that's three questions already. When it comes to the World Social Forum, I was a kid when I joined it and when I met Samir for the first time. And Mamdouh and many other comrades, some of them are not alive anymore, like Vinod Raina from India and many other good comrades. But you know, we would have to go into a historical materialist perspective to explain something what I would call the decline of the World Social Forum, which is connected to the historical sequence which existed during that time, from 2001 to 2011, which was at the same time connected to the movements of Latin America, mainly created in Porto Alegre, Brazil, and so on, and then to governments in Latin America. If you look at Latin America today, you will not find anything similar. Actually, the neoliberal agenda is coming back to Latin America big time. And I think by this you can explain on the one hand, but this is not still the end, the decline of the World Social Forum. I would say, I'm not sure if Samir or others would agree who were part of the International Committee of the World Social Forum, that one of the reasons for the decline of the World Social Forum was that the World Social Forum was always, as the name says, a forum. Well, I understand why it is like that. I still remember the discussions we had in Dakar when the so-called Arab Spring was happening and when a support letter was supposed to be sent to the comrades in Egypt, where the World Social Forum as the institutions couldn't back the letter because it is a forum and not everyone agrees on every word of the letter and blah, blah, blah. Diem wants to make this differently in the sense that it doesn't want to be just a network or just a forum. I think we need forums, we need alter summits, we need Gegengipfels and so on, but let's not fall into the trap to think that we have power by discussing and by meeting and by having good time, seeing friends again and so on. Yep. Many important things happen here. During these events. Many young people, me as well, when I came to Dakar for my first World Social Forum and then to Tunisia later, were frustrated. Why are these old people just discussing every day, discussing one panel after panel and so on, instead of doing something? I think we need to discuss in order to have some coherence and to see what are our positions and to propose concrete proposals, but at the same time, we also should aim further, which means inventing new forms of political actions, which happened at the same time as the World Social Forum was happening in Dakar, which was the time of the Occupy Wall Street, without which Bernie Sanders wouldn't exist. This is one thing. And on the other hand, we should also go into the direction of re-questioning everything we knew about political power and political parties. And when I say that, I have in mind the experience of Syriza, and what happened to Syriza, who is doing precisely what you said other governments are doing around the world, privatizing, imposing austerity and so on today. But I'm also at the same time speaking about other experiences which are directly connected to something what Diem is trying to do, which is namely something what we at Diem call rebel cities, or what Barcelona and Comú call now fearless cities, which are the cities of Barcelona, Naples, and many others, which is the idea that what we need, and here I come back to political parties and political power, on the one hand, is the dialectics between the local, municipal, national, and international, transnational. This is something the World Social Forum tried to do, but well, you also have to try to attempt to gain power as our comrades did in Syriza. Well, they failed, if you ask me, as our comrades did in Barcelona. They still didn't fail, luckily, and they're fighting precisely against Airbnb and so on. And at the same time, what it means is a kind of dialectics between something what we could call horizontality and verticality, which means dialectics between movements, Occupy Wall Street, Syntagma Square, Puerta del Sol, the anti-Facebook movement in India, and everything what is happening around the globe,
and verticality, which means that, as I have seen at Occupy Wall Street when I was there at Zuccotti Park, you cannot discuss 5 hours whether we will have 5 chairs and one will be blue, one will be black, one will be red, and then we will have a mic check and it will take 5, 6, 7 hours because this is direct democracy horizontality. Sometimes you need verticality in order to have decisions. And what we can see here at G20, what we need as well, and this is also a taboo on the left today, of course, because our bad history, which is connected to many names I don't want to name now, which is the taboo of leadership. Those people outside who are now on the streets of Hamburg, those people, hopefully 100,000, 200,000 people who will be on the demonstration, they need a sort of leadership. And when I say leadership, I don't speak about Stalin, Mao, or something like that. I'm speaking about leadership in the sense of horizontality and verticality at the same time, which means at the same time that we need concrete economic proposals, what we are in DiEM are doing with the European New Deal, for instance, or with the new technology sovereignty policy paper which we are creating now. And at the same time, we need to implement these policy papers, which you can only do if you have movements around and horizontality. So I'm not sure if I answered your question, but I could go on, but I stop. Okay. You were in the World Social Forum too, and I remember your critique for a long time. Will you just enter and say something to what Sreczko already said? Thank you. No, I think that I would simply say that I agreed with I do agree and sincerely to the points which were made in particular by Sreczko with respect to the social fora in general, not only the global one but many others, and to other points which were raised. I have nothing to add at that point. Thank you. Then she will. Oh, I would have many things to add, but I think it's enough like that. We come back to that. No, Sreska, you said that you need both. And I think that's very important. You need both. You don't just need one. I remember when we were going to have the World Social Forum in Mumbai, I was against it. I said we need all our energies to fight the elections for that previous right-wing government. And we cannot afford to dissipate in organizing this. It turned out that that social forum was a huge impetus to organizing politically in India. And I don't think we should underplay the significance of knowing that you have some kind of global solidarity for people who are working in their own spaces, fighting often what seem like insuperable odds. It's hugely important to know that there are more of you around out there. And I think this, even gatherings like this, we take an energy from them. And it's not just the fact that, you know, we come here and decide, oh, who's going to sit in which chair and keep listening to meeting after meeting. There is an energy from these events. And it's more than just knowing about other people. Yeah, don't. No, you see, point, the only point that I would add, I don't know if I'm going to be very, very supported on that point. I think we need a fifth international. Yes. It doesn't mean it doesn't mean. Hey, but listen. I'm sorry. All the earlier internationals sucked. They were patriarchal. Sorry. I don't. No, don't call I it don't something mean, else. I don't mean that we have. Call it something else, sir. Huh? No. I don't. You won't mean, find too many women wanting another international. I don't mean that we have a copy of it in the past. Neither the first, nor the second, nor the third, nor the so-called fourth, which never existed, have our models for the future. But we need something of that range of strength that is based not only on principles of internationalism, but also some degree or some capacity at least to bring together those political forces, whether political so-called parties or movements or trade unions or any other form of people's organization together. Not only to speak like in the fora,
but also to decide on some points, at least from time to time. And I think that the point that you raised and that you suggested, Jayati, on a common front for the defense of social services would need that, would need to be supported in that way, as strong as possible. If Mario, very short direct very response. Short. Very short. No, I don't. I don't want that you understand me wrong. I agree with you completely. What I was saying is that, which is an objective fact, that the World Social Forum is in a decline. That outside of the World Social Forum, there were so many movements created in the meantime, which were not a direct consequence of the World Social Forum, although there were connections. And here I agree with Samir. What is missing is decision-making and leadership. So what I would say, instead of the Fifth International, I would propose a new realigned movement, which would be realigned, not non-aligned, because we have to be aligned. But that's another point of discussion. Die besten Diskussionen sind es, wenn der Moderator unwichtig wird. Der Letzte nochmal in dieser Runde, bevor wir dann die Fragen, die auf euren Zetteln stehen, beantworten, an Hans-Jürgen. Wahlen wurden bereits erwähnt. Wir stehen kurz vor der heißen Phase des Wahlkampfes. Nur deswegen 3 Monate vorher. Danach hätten wir diese Geschichte hier zumindest von der politischen Stiftung aus gar nicht mehr machen dürfen. Rot-Rot-Grün oder irgendeine Art von Richtungswechsel ist kaum noch eine Option. Autorität in Europa ziemlich stabil. Deutschland und China verteidigen jetzt gemeinsam den Freihandel gegen Trump und Co. Du hast Corbyn erwähnt. Javadi hat die Austerität als möglicherweise das Gemeinsame erwähnt. Müssten die Gewerkschaften nicht deutlicher werden, beziehungsweise es selbst in die Hand nehmen, um über Tarif- und Betriebspolitik hinaus politische Verhältnisse hier und jetzt und in Europa und international zu bewegen? Ja, das sollten Sie, genau wie die anderen Bewegungen auch. Ich will aber auch noch mal kurz was dazu sagen, warum es uns allen insgesamt so schwer fällt und möchte an die Diskussion anknüpfen, die wir gerade hatten. Ich glaube, man muss, wenn man da zurückblickt, zum Beispiel auf die Forumsbewegung, gar nicht im Sinne von Erfolg oder Scheitern reden, sondern alles hat seine Zeit und auch die Foren hatten ihre Zeit. Es war in der Zeit, als es sie gab, waren sie unverzichtbar, weil sie die einzige Plattform der Kommunikation waren und die einzige Plattform, Erfahrungen auszutauschen, die wir sonst trotz aller globaler Kommunikation nicht hätten erreichen können. Aber schon als wir dann versucht haben, sie zu fundieren durch das Europäische Sozialforum und wir hier in Deutschland durch das Deutsche Sozialforum, haben wir gespürt, dass es etwas schal wurde. Und ich glaube, dass ein Punkt der ist, dass wir lange auch eine falsche Vorstellung von Globalisierung nachgelaufen sind. Auch die globale Ökonomie, die globalen Konzerne, sie agieren global, aber sie sind regional verankert. Auch der noch so große globale Konzern hat eine Zentrale, die irgendwo ist. Und wenn wir das nicht verstehen, dass die Globalisierung und die Regionalisierung zusammengehören, dann verstehen wir auch nicht, dass die globalen Bewegungen den regionalen Unterbau braucht. Und daran hat es gehapert. Es hat gehapert an Entscheidungen, es hat gehapert vielleicht auch an ein Stück weit, ich würde es nicht Führung nennen, aber Orientierungskraft. Und es hat gehapert an dem regionalen Unterbau. Das ist etwas, was wir als Gewerkschaften gelernt haben. Wir werden es nicht hinkriegen, internationale Solidarität auch im politischeren Sinne, im Sinne der Reaktivierung des politischen Mandats, was Mario auch angesprochen hat, über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus zu praktizieren, wenn wir es nur auf den internationalen Gremien machen, wenn wir es nur in den internationalen Verbünden machen. Eine Gewerkschaftsbewegung, die in ihren nationalen und in ihren regionalen Bereichen Schuh und Strümpf verloren hat, wird auf globaler Ebene auch keine starke Bewegung sein. Und diese Erkenntnis, die gilt meiner Auffassung nach auch für die globalen Bewegungen. Und deswegen finde ich die Idee mit den rebellischen Städten und deswegen finde ich die Idee mit den lokalen kleinen Zentren, in denen sich der Widerstand organisiert und regt und dann verbunden werden kann, hochinteressant. Und ich glaube, dass die neue Energie für die globalisierte Bewegung von unten kommen muss in Form von diesen Sachen. Und dann ist es absolut natürlich auch Aufgabe der Gewerkschaften, ihren Teil dazu beizutragen. Es ist nicht unsere Aufgabe momentan, das Parteienspiel mitzumachen und zu sagen, wir hätten lieber die Koalition oder lieber die Koalition. Wenn ich mir das anschaue, was die Parteien in letzter Zeit gemacht haben, weiß ich überhaupt nicht, welche Koalition ich mir wünschen sollte.
Das ist überhaupt nicht mein Thema, sondern das Thema ist, einen gewerkschaftspolitischen, gesellschaftspolitischen Anspruch anzumelden mit offensiven Forderungen und damit dann in die politische Kontroverse reinzugehen und wenn es geht, eben über den Tellerrand hinaus. Und deswegen war ich damals auch mit dabei bei dem Gründungsevent von Diem, weil wir damals gemeinsam gesagt haben, es gibt zwei Erkenntnisse, die uns verbinden, trotz all dieser unterschiedlichen Herkünfte, die damals in der Volksbühne in Berlin ja anwesend waren bei diesem wirklich beeindruckenden, tollen Event. Es waren zwei Dinge. Das erste war, dass eine geeignete Größe für das Terrain, in dem wir kämpfen wollen, Europa ist. Das Europa der Austerität. Deutschland ist zu klein, das Globale ist manchmal zu groß. Unsere Verantwortung liegt in Europa, liegt im Kampf gegen Autorität und liegt im Kampf gegen den Versuch, Europa zu einer geostrategischen Großmacht zu machen. Weil wenn das gelingt, dann müssen wir auch über kein globales Forum mehr reden. Und das Zweite, was unverzichtbar war und was die Gründungsidee von Diem ist, ist das Thema Demokratie. Demokratie als eine Form von Entscheidungen, die durchgetrieben wird bis hinein in die Ökonomie, bis hinein in die Gesellschaft. Und diese Form von radikalisierter Demokratie und von einem Bereich wie zum Beispiel Europa, der nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist, das war die Gründungsidee. Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel diese Initiativen, wie sie von Diem kommen können, wie sie von den Sozialforen, die es noch gibt, und wie sie von einer revitalisierten und politisierten Gewerkschaftsbewegung kommen, eben diese Elemente sein müssen, die dann zusammenkommen. Und dann müssen wir uns in der Tat über Leadership und über Decision-Making unterhalten. Und ich glaube, dann ist das wirklich eine Richtung, in die es dann gehen könnte. So, damit ist Zeit für eure Fragen. Wir haben wieder ziemlich viele Fragen bekommen und werden sicherlich nicht alle hier behandeln können, aber ich trage mal eine Reihe vor. Zum einen zu der Frage, wie wir die aktuelle Situation einschätzen. Es wurde ja gesagt, wir stehen vor dem Ende des Kapitalismus möglicherweise, aber ist es wirklich das Ende des Kapitalismus? Oder könnte es nicht sein, dass der Kapitalismus sich wieder erneuert, wie er das ja auch in früheren großen Krisen getan hat, indem er eben die Kritik in einer gewissen Weise integriert hat, zum Beispiel in den 1970er Jahren? Wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass das kapitalistische System von sich aus an ein Ende kommt, anstatt sozusagen durch die Praxis der sozialen Akteure, die ihn bekämpfen? Welche Struktur wäre vonnöten, um die demokratische und soziale Bewegung, die ja eine globale Bewegung ist, aber auf regionaler Ebene, im regionalen Raum zu verwirklichen und zu etablieren? Zu der Frage des Rechtsrucks. Haben wir es wirklich mit einem Rechtsruck zu tun oder nicht eher doch mit einer Polarisierung von links und rechts, die auch neue Chancen eröffnet? Ist das Erstarken der Rechten nicht auch eine Reaktion auf höhere Ansprüche in der Bevölkerung, die Herrschenden versuchen niederzudrücken, um das kapitalistische System zu retten? Müssen wir als friedens- und humanistische Kräfte nicht mutiger werden und mehr auf unsere eigene Stärke bauen? Wie können die Rechten bekämpft werden? Macht es Sinn, einfach Verbote der rechten Parteien zu fordern? Und zur Reorganisierung der Linken brauchen wir eine stärkere Formierung einer geschlossenen Bewegung des linken progressiven Spektrums? Wenn ja, wie? Und wenn nein, warum nicht? Und dann noch die Frage zu der Technologie, zu den Internetkonzernen. Sollen die großen Internetkonzerne wie Facebook, Google und so weiter zerschlagen werden wegen zu großer Macht über die Daten? Oder bringt das jetzt überhaupt noch was angesichts auch der im Grunde schon entwickelten staatlichen Überwachungsgesetze und Strukturen? Keine kleinen Fragen. Ich habe auch noch ein paar. Und eine, die konkret an Hans-Jürgen Urban geht: Was ist gewerkschaftlicher Internationalismus heute? Wie bekommen wir die Interessen der internationalen Abteilungen zusammen mit den Kolleginnen in Unternehmen und Betrieben und an ihren Dienststellen? Dann eine Frage. Am Anfang des Gipfels wurde gesagt, organisiert euch gerne, aber die Workshops wurden dazu nicht als besonders geeignet empfunden. Also ob es morgen noch Gelegenheit gibt,
da weiterzumachen. Dann noch eine Frage nach dem Erfolg. Also welche emanzipatorischen Projekte, wo könnte man mitarbeiten? Was wäre eben heute, wären erfolgsversprechende Projekte? Und zuletzt noch eine Frage, welche Botschaft geht von diesem Gipfel an die Öffentlichkeit? Eine ziemlich breite Palette an Fragen. Ich schaue mal in der Runde rum, ob sich jemand inspiriert fühlt. Samir? Ja. Thank you. Yes, I have a few comments, but I'm compelled to be very short on them. First point, I don't think that capitalism is simply renewing its face and coming into a new phase of expansion and victorious and glorious expansion. We have reached a point where the destructive dimension of further expansion of capitalism is far more important than the eventually positive aspect of it. And we can see it with all its political consequences or effects, such as, yes, indeed, the drift to the right in the north and in the south. And the drift to the right is not only or exclusively the drift to some form of new fascism or new new fascism, but is much wider than that. I mean that those who are benefiting, for instance, in the south, of further capitalist expansion, particularly among the middle classes. While those middle classes had been in a previous stage, the stage of national liberation, relatively generally progressive and anti-imperialist, they are now reactionary and simply reactionary to a larger extent. And we can say that also of the wide segments of the political opinion in the West, which are pro-imperialist. Let's see it as it is, and not anti-imperialist at all. And that is part of the drift to the right. Now, another point, I think, which was made relates to that is associated with the social effects precisely of that not renewal of capitalism, but strategies of monopoly capital. We are facing a process of generalization of the proletarization, but simultaneously and systematically segmentation of that proletariat. Among nations and within every nation, including in the north as well as in the south. And this is part of the strategy of a system which is no more historically progressive or has anything to deliver, as Jayati said. Capitalism today has really nothing to deliver. And this is why I'm considering that we should look at it as coming towards its end, which does not mean that it will disappear by itself and kindly and nicely. It has to be tamed, it has to be dismantled, and it will not die. It's by its beautiful die. It will rather kill a good part of humanity, if not all humanity, before rather than dying. Now, a last point, which I will make very, very briefly. What we need, in my personal opinion, I don't know to which extent it is shared, is a radical left. That means a radical left which has audacity. Audacity not only in thinking of that beautiful communist positive utopia,
which is a positive and creative utopia, and not just any utopia in the common sense of the word, which means impossible, and need also the forms of its organization, the points raised by Sretzko on the need for leadership. Thank you. Hans-Jürgen, die ein oder andere Frage ging direkt an dich. Ja, ich will gerne antworten. Das eine war die Frage nach, was heißt heute gewerkschaftlicher Internationalismus und was können die Abteilungen bei den Gewerkschaften dazu beitragen? Ich glaube, ich habe einiges dazu vorhin schon gesagt. Für mich bedeutet gewerkschaftlicher Internationalismus heute eine Bewegung, die aus den Betrieben kommen muss. Wenn es nicht gelingt, in den transnational agierenden Konzernen die Belegschaften zu organisieren und miteinander in eine gemeinsame Auseinandersetzung gegenüber die Konzernvorstände zu bringen, dann wird es keinen gewerkschaftlichen Internationalismus geben, weil auf den Ebenen der Organisation von Industry All Global Union oder Industry All Europe wird das alleine ohne Unterbau nicht gelingen. Das sind alles sehr engagierte Kollegen, die machen eine ganz tolle Arbeit, aber wenn die Kraft in den Betrieben nicht da ist, wenn die Gewerkschaften nicht präsent sind, wo der Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit besteht, dann können sie sich zu einer sozialen Bewegung entwickeln. Das ist eine tolle Sache, das ist ganz ehrenwert. Aber dann werden sie als Gewerkschaften nicht mehr bleiben, was Gewerkschaften sein müssen, nämlich ihre Kraft aus den Betrieben zu ziehen und zur Not in die politische Auseinandersetzung zu gehen, indem man die Arbeitskraft verweigert und damit den Kapitalverwertungsprozess unterbricht. Ich glaube, das ist eine ganz alte, traditionelle Sichtweise, aber ich glaube, die ist im globalen Kapitalismus aktueller denn je. Zweitens, ich glaube nicht, dass der Kapitalismus stirbt. Ich glaube, er ist in einem radikalen Transformationsprozess. Und diese Variante des neoliberalen Kapitalismus, wie wir sie haben, hat an Hegemonie verloren. Sie ist nicht mehr so dominant in den Köpfen der Menschen, aber deswegen verstärkt sie ihren Zwang. Und Antonio Gramsci hat uns gelehrt, dass wir beides beachten müssen, wenn wir darüber nachdenken, wie der Kapitalismus seine Herrschaft organisiert. Und in dem Maße, in dem der Neoliberalismus nicht mehr so stark über die Köpfe der Menschen regiert, wird dieser ganze Laden autoritärer. Und das, was wir erleben mit dem Rechtspopulismus, ist der Versuch, über eine stückweise Demontage der Demokratie die Stabilität aufrechtzuerhalten, weil wenn die Massen nicht mehr glauben, dass das alternativlos ist, ist die Demokratie eine blitzgefährliche Situation, weil es könnte ja sein, dass die Bevölkerung das alles ernst nimmt. Das ist meiner Auffassung nach der Hintergrund bei der ganzen Sache. Und jetzt ist die spannende Frage, wie geht man hin an die Menschen und versucht, dass das Ganze nicht nach rechts kippt? Und meiner Auffassung nach müssen wir zwei Dinge beachten. Der Rechtspopulismus mit seinen ganzen rassistischen und neofaschistischen Elementen und was es da alles gibt, ist ein Resultat von zwei Dingen. Er ist ein Resultat der neoliberalen Beschädigung der Lebensinteressen von immer größeren Teilen der Bevölkerung und er ist ein Resultat der konzeptionellen Schwäche der Linken. Und wir müssen an beiden Dingen arbeiten. Wir müssen an beiden Dingen arbeiten, sonst wird das nichts werden. Und ich glaube, dass wir nicht warten können, bis der Kapitalismus so stark in der Krise ist, dass überhaupt nichts mehr funktioniert, weil da befürchte ich, das geht ganz nach rechts los. Und wenn wir dann die Idee einer neuen Internationalen diskutieren, und das finde ich gar nicht so schlecht, dann muss sie aber mit Sicherheit ganz anders sein, als die dritte war und als die vierte war, sondern dann müsste es eine Internationale sein, die nicht mehr vor allen Dingen durch Parteien dominiert ist. Dann müsste es eine Internationale sein, die unterschiedliche Bewegungen beinhaltet und, ich sage es nochmal, ein letztes Mal, es müsste eine Internationale sein, die ihre Kraft aus der Verankerung in den Regionen, in den Bereichen legt, wo die Menschen ganz konkret um ihre Lebensbedingungen kämpfen. Wenn das als Unterbau nicht da ist, dann geht es nach oben nicht hoch. Hans-Jürgen, I agreed with everything you said except one thing, and I have to mention that. Trade unions have to move out of the workplace. The workplace is less and less important for most workers in the world today. And trade unions have to recognize that women working in unpaid capacity are workers. They have to recognize that care work is work. They have to recognize that piece rate work is work. They have to recognize that Uber drivers are workers. They have to recognize that domestic workers are workers. So trade unions have to move out of the workplace. And
And if trade unions move out of the workplace, if trade unions join with social movements in recognizing that, in fact, most people are always working, certainly with most women in the world are always working, whether they're recognized as workers or not, then we have the basis for a new international. Until then, we don't. If it's going to be a bunch of trade unions going up there and saying we represent all of you, it doesn't work that way. So I think that is our only point of disagreement. But what I do want to say is, you know, this thing about right wing, it's true. Samir, you're right, that more and more people have become nasty and brutish and disgusting and, you know, racist and communal, and they are killing people in India for just looking like Muslims. They are throwing little boys out of trains after beating them up because they are Muslim. I mean, all kinds of terrible things are happening. But it is not that they have all now become bad and we can no longer deal with them. It's happened because neoliberalism, as Hans-Jürgen said, has hollowed out communities, has created this extraordinary individual competitiveness, which leads to this generalized frustration, has destroyed notions of social solidarity. But it's not that they have completely disappeared from people's lives or that people don't want that anymore. Half the people who voted for UKIP voted for Corbyn. Half of them. Now, why? Including all those old, you know, racist people and so on. Because, in fact, it was really a cry of anger against a system that they felt was no longer recognizing their legitimacy to be anything. Now, if, in fact, you bring back notions of solidarity through more public spending, I cannot emphasize how important public spending by an accountable, transparent state is. It's absolutely critical. If you can bring that back, you will already bring back a whole lot of these nasties from being a bit less nasty, shall we say. You know, I mean, I do believe it. I don't think that, you know, people were fine and then they all became really disgusting overnight. It's the same people, but they have now got anger, and that anger has been directed cynically by certain political movements in the wrong direction. But it doesn't mean that they cannot be actually brought back into a more progressive vision. I don't believe that. And finally, sorry, I'm taking too long, but just last point, in terms of, you know, is this the end of capitalism? It's a very long end. Huh? It's a drama with many acts. It's one of those, what was that movie, Heimat or something, which went on for 11 hours and people had to sleep in the middle. So it's one of those long ones. So Samir is right that it's ending, but, you know, God knows whether the world will end before capitalism does, because they will blow us up in between. But whether or not it's the final end, and I've been around for a while, I've heard a lot of final crisis of capitalisms in my time. Whether or not it is definitely a moment, a historic moment of change. And really, seize the moment, seize the hour, and all of that. It is really one of those moments. And again, moment I'm using loosely to mean several years, but it is a period of huge potential change. It's up to all of us and everybody around us to somehow make use of that change in a positive direction. Thanks. Hans-Jürgen, wir hatten hier eine kleine Kontroverse. Möchtest du da nochmal eingehen? Ja, ganz kurz. Abgesehen davon, dass es auch nicht schlimm wäre, wenn an einigen Stellen mal ein Dissens bleiben würde. Die Diskussion macht uns alle lebendiger. Und ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob es wirklich ein großer Dissens ist. Ich glaube wirklich, dass die Gewerkschaften aufhören, Gewerkschaften zu sein, wenn sie nicht mehr an dem Ort sind, wo die Menschen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um davon zu leben, ihre Probleme, ihre Nöte, ihre Kämpfe haben. Wenn die Gewerkschaften da nicht sind, dann sind sie keine Gewerkschaft mehr. Was wäre von einer Gewerkschaft zu halten, die nicht bei den Textilarbeiterinnen in Pakistan, in Bangladesch ist? Was ist von einer Gewerkschaft zu halten, die nicht bei den Minenarbeitern in Südafrika ist? Bei den Arbeitern im Zuckerrohr in Brasilien? Oder auch bei den Automobilarbeitern in Detroit oder beim Daimler oder bei Porsche in Deutschland? Ich glaube, der wesentliche Punkt, und vielleicht sind wir uns da einig, die Kraft der Gewerkschaften muss aus den Betrieben ausgehen, aber sie darf da nicht verharren. Sie muss das nutzen, was an Power aus den Betrieben kommt, um eben gesellschaftspolitisch ihr Mandat zu wirren und eben die politischen Kämpfe dann zu führen. Und da sind wir uns einig, da gibt es gerade bei allen europäischen Gewerkschaften noch ziemlich viel Luft nach oben. Okay, I'll try to be very short because I know that you must be tired.
And I'll answer two questions. One is the one about whether capitalism is dying and the connection to the question whether we should zerschlagen Facebook and Google, whether we should destroy Facebook and Google. And the other one is, was sollte unsere Botschaft sein von diesem Gipfel? So the first one, if you are naive enough to believe that by the recent changes, technological changes, we will end up in Marx, German ideology, where in the morning you can be a fisherman and in the evening you can be a poet, then you don't understand anything about Silicon Valley and technology. It's very interesting to see that the main leaders, mainly white male in the 40s, from Silicon Valley, who believe in immortality, that they will upload their brains and live forever in a Silicon Valley kind of utopia, which for all of us here would be a dystopia, these people are now recently speaking about universal basic income, for instance. And I think this is a very important topic for trade unions. First was Bill Gates, who was proposing the tax on robots. Then was Elon Musk, the leader of Tesla, who wants to send all the people, mainly white male from Silicon Valley, to Mars to create a utopia there, who was speaking about the universal basic income. And then recently, at a very important speech at Harvard, which I think was a political speech par excellence, Mark Zuckerberg was also mentioning the universal basic income. What is happening here? What you can see here is that capitalism is trying to accommodate itself to the biggest transformation it had, which is called automation. And when I say automation, this is not the Marx dream that you will have robots working instead of us. No, more than 3 million truck drivers in the US will stay without the jobs. So these people are in panic that these people will not have a salary and we will not be able to consume. So we will propose the universal basic income to them. If you think this is a distant science fiction utopia, look at Hamburg. Did you know that DHL, which is one of the biggest, which was created as a monopoly, central monopoly, capital monopoly, in the sense of what Samir was writing about decades, about oligopolies and so on, did you know that DHL in Hamburg is the first delivery company which is now using robots already for delivery? And that it already experiments with delivery drones? Did you know that in Silicon Valley you already have an automated pizzeria where the robots are making pizzas? That in San Francisco and New York you have automated quinoa restaurants? That's another question, why quinoa is so famous in Silicon Valley and how the global south again is being exploited because all our Westerners have to grow quinoa there in order to bring it back to Europe to have this kind of healthy life and so on. But automation is not a distant dream anymore, and what capitalism is trying to do now is actually accommodate itself to this, and this is why we at DiEM are proposing something what we call universal basic dividend, which I think is much more radical than the universal basic income, because you're not using the money of the taxpayers, but you're actually taxing capital. And I think this is much more radical than universal basic income. Do we need to destroy Facebook, Google, and so on? Well, before they destroy us, I would say that we have to liberate the general intellect and read the German ideology, the fragment on the machines by Marx, to understand what the general intellect actually means. What should be the message today? I don't know. There are many of us, there are many messages which we could speak about climate change and so on, but what I would like to see, because I think it's a historic date that Donald Trump is coming to Hamburg, do you remember that when he was supposed to go to the UK, he cancelled last minute because he said that he wasn't welcome in the UK because protests were announced. Then he went to Poland because he was welcomed because the ruling party and the Law and Justice Party, every MP, 300 MPs from the parliament, had the obligation to gather 50 people, fill up a bus and bring all these people who would welcome Donald Trump. So he was welcome in Poland. My message would be, let's show on Saturday, on the big demonstration, that Donald Trump is not welcome in Europe anymore. This shouldn't be our only message. Let's not fall into the trap, as many liberals do,
that Trump is the only problem. Let's oppose the Saudis. Let's oppose Theresa May. Let's oppose Merkel. That's, I think, why G20 is important as well, because it's an introduction in the German elections. And I hope to see Linke rising more in Germany. And the trade unions. Yeah, well, Linke needs to resolve its internal divisions and problems, one side, the other side, and so on. But that's another discussion which I think we can leave further. But let's oppose also the other leaders. And I think my conclusion would also be, let's disobey in another manner. Let's do something what we at DiEM call constructive disobedience, what we will do tomorrow at the university where you are all invited, and I hope we will see each other again together with live stream by Julian Assange, Yanis Varoufakis, Renata Avila, Aram Balkan, where we will actually speak about the technological sovereignty and the new digital cyber states and what they are doing. But let's do something different now, not just disobey, but propose concrete proposals, and if they don't accept it, which they probably won't, let's disobey them. That would be my message. Vielen Dank an euch hier vorne erstmal. Ich nehme drei Gründe mit von diesem Panel, über die man von Hoffnung sprechen kann. Das erste ist, ich weiß nicht mehr genau, wer es sagte, Jayati oder Samia oder beide, das System ist delegitimiert. Es bemüht sich zumindest mit allen Kräften an seiner eigenen Delegitimierung. Und der G20 ist noch eins obendrauf. Und es zeigt sich gerade wieder, Tränengas und Wasserwerfer werden jetzt eingesetzt bei der Demo. Die Demo ist ja aufgelöst. Aber Tausende ziehen im Moment weiter und wollen diese Delegitimierung ein Stückchen weiter treiben und ein Stückchen weiter sichtbarer machen. Das ist Grund 1. Grund 2, es gibt offenbar immer wieder und unerwartet an allen möglichen Stellen eine Vielfalt von alten, erneuerten und neuen Kämpfen und Auseinandersetzungen und Bewegungen, die uns also nicht trübe werden lassen müssten, sondern dann auch, mehrfach wurde es gesagt, mit neuen Strategien, mit neuen Verbindungen, mit neuen Formen von Verbindung von Führung und Horizontalität für die nächste Zeit beschäftigen werden und eine große Hoffnung sind, auf die wir setzen müssen, weil wir selbst Teil davon sind. Und drittens, Jayati hat gesagt, they cannot deliver. Weder die Neoliberalen, noch die radikale Rechte, noch das System, wie Sami Amin sagte, they cannot deliver. Sie können sozusagen die Bedürfnisse der Menschen in der jetzigen historischen Situation zumindest nicht mehr befriedigen. Und auch das ist ein Zeichen für Hoffnung, dass unsere Alternativen, unsere Vorschläge und Organisierungsmöglichkeiten und Versuche doch nach und nach mehr erreichen können, als wir jetzt im Moment vielleicht glauben mögen. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen, ob es jetzt an der Universität oder bei den diversen Demos und Aktivitäten in der Stadt noch ein bisschen deutlicher werden kann für den Moment. Und ich bitte euch alle, gebt Acht aufeinander, denn es wird, wie wir jetzt schon sehen, heute Abend nicht gemütlich werden. Aber lasst uns zeigen, dass sozusagen die Gewalt und die Autorität von dem System, von den Herrschenden, kommt nicht so sehr von uns. Und wir verteidigen uns, wo wir können. Aber sozusagen wir treten ein für eine demokratische, friedliche und solidarische Lebensweise, für ein anderes System, für eine andere konkrete Vision, die wir gemeinsam formulieren wollen. Also, viel Spaß in den nächsten Tagen, auch das soll nicht vergessen werden, und macht es gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Einen großen Dank an die Übersetzerinnen, die wirklich Schwierigkeiten hatten. Weil einige von uns hier sehr schnell geredet haben. Aber auch einen großen Dank an all die Aktiven hier, die die Organisation gemacht haben, die das überhaupt möglich gemacht haben. Also an euch selbst, die ihr hier wart. Einen großen Dank an euch fünf für diese schöne, streitbare Diskussion im Namen des Trägerkreises dieses Alters.